Let's go, let's go. Und schau mal. Wahrscheinlich war es eine 99er Strike. Nee. 30 Sekunden Speedrun. Good luck. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja, der mit der höchsten Strike, das ist der Wux, ne? Der Wux hat die höchste Strike. Ein paar haben noch eine ähnlich hohe Strike. Was soll das jetzt hier? Hallert! Hallert! So, rein da! Ich glaube, man muss den drücken, ne? Man musste drücken, ja. Das ist ein bisschen gemein, dass man den drücken musste. Aber gut, wenn ein Schalter da ist, dann sollte man den in der Regel drücken. Und ja, ich hole mir das Leben. Warum auch nicht? Aber warum macht er das mit einem Schlangenblock? Ist ja total blöde. Aber sehr cool, sehr cool. Und Just Lisa hat eine 35er-Serie. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Und Tobi Daves Wächter. Ich glaube, im Stream schon nicht zu sehen. Guten Abend. Eine Minute fünf, okay. Panzer. Der kommt wieder zurück, oder? Nee, aber ich krieg 9. Das ist doch gut. Das ist doch gut und hier wäre eine Treppe. Jawohl. Ist ein bisschen schwierig. Ja, das Setup hinzukriegen, so vielleicht? Ich glaube, das ist ein bisschen zu nah. So vielleicht? Nee, oh mein Gott. So? Okay, nee, ich glaube, ich muss schon relativ an der Kante stehen. Ja, ich weiß nicht, nee, oder? Doch, okay. Sehr gut. Wenn ich quasi meine Stufe, quasi mache. Sehr cool, sehr cool. Oh mein Gott. Okay, nice. Sehr schön. Und bitte nicht sterben, Mario. Wir haben eine Verteidigung. Und das war's mit der Verteidigung. Oh Gott, ich hätte die Sonne töten können. Ich hätte einfach die Sonne töten können. Okay. Ah, passt, passt. Alles in Ordnung. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, wir können uns das aussuchen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle Schlüssel hier reinhauen kann. Aber ich will mal nicht zu gierig sein. Nehmen mal nur Yoshi mit. Und bei dem Pilz kann ich eventuell auch mitnehmen, oder? Aber ich glaube, Yoshis Zunge ist nicht lang genug, oder noch? Okay. Ja, passt. Sehr gut. Theoretisch hätte ich auch noch einen Helm mitnehmen können, aber das ist in Ordnung. Schauen wir mal, was hier jetzt verlangt wird. Und ja, ich glaube, ich hätte nur einen Schlüssel mitnehmen dürfen. Oh Mann, was ist das denn? Ja, ich hätte das alles geben können. Aber egal, dann kämpfen wir hier. Den Schlüssel, dass ich den dritten Schlüssel nicht benutzt habe. Ansonsten hätte ich ein Problem und ich hoffe, ich habe noch einen Schlüssel. Okay, sehr gut. Und BHK, guten Abend. Mit einer 45er Zuschauerserie. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und ja, vielen Dank für deinen Support, für deine Treue. Dankeschön. Okay, jetzt kommt hier doch nochmal eine Falle. Ich habe das Gefühl, das Level ist relativ... ja, bald vorbei. Darf nur keinen Mist hier bauen. Dann geht das. Ich nehme den mal mit, keine Ahnung. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Wow, Blind Jump. Ernsthaft. Ja, das kriegt ein Bu, ne? Das kriegt ein Bu. Und hier so runter, ne? Ja, okay. Das passt. Gib mir das Ziel. Und den Stern. Das Ziel müsste eigentlich gleich kommen. Der Rekord liegt bei 32 Sekunden und so langsam bin ich jetzt auch nicht. Oder gibt's hier einen Death Exit? Oh mein Gott, hier ist ein Stern, oder? Okay, ja.
Gott sei Dank, Gott sei Dank. Können wir hier noch die drei Leben mitnehmen? Sehr schön. Okay, ja. War in Ordnung, war in Ordnung. 1188. Klingt wie eine Vorwahl. 23 Sekunden, okay. Schauen wir mal. Mal gucken. Ja, mit der Feuerblume können wir die eigentlich alle töten. Frage ist nur, kriegen wir einen Schlüssel? Oder nicht? Ja. Einfach drüber. Okay, das Level ist ein bisschen doof. Das Level ist doof und ich hätte schon ganz gerne die Feuerblumen behalten, muss ich sagen. Aber zum Glück gibt es hier noch mehrere Feuerblumen. Guck, was die nicht in den Abgrund gehen. Sind das die roten oder die grünen? Das sind die grünen. Die gehen nicht in den Abgrund. Ja, theoretisch. Theoretisch kann ich hier die Feuerblume mit Stein schießen. Ja, das wird schwierig. Wir gehen einfach so rum. Und haben dann trotzdem noch den Pilz. Jawohl. Oh, okay, okay. Gib mir die drei Leben. Das wäre cool. Ja, nice. Perfekt. Perfekt. Ja, die Grünen gehen in den Abgrund. Für Leon. Die ist falsch, oder? Ne, die ist richtig. Okay. Sehr schön. Und ich hatte die drei Leben auch so bekommen. Ja, läuft doch ganz gut bisher. New Super Mario Bros. 3. Okay. 52 Sekunden. Ja, drei Leben. Ja, die kriegen wir. Die kriegen wir. Die kriegen wir hier. So, ziemlich locker. Eigentlich kann ich hier sogar einen Panzer schmeißen. Jawohl. Sehr, sehr gut. Und ja, zu oft sollte ich mich nicht treffen lassen, bitte. Wäre cool. Pilz, ja, mit. Coin, ja, keine Ahnung. Braucht man nicht. Die brauchen wir nicht. Ja, hier ist das Ziel. Sehr schön. Gegen die Zeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das Level... Oh ne, ich kenn's nicht. Okay, let's go. Brauche ich den Freizeitblock? Wenn ich ihn brauche, dann kriegst du ein Buch. Okay, man hat auf jeden Fall Toleranz. Ja, hier müsste eigentlich das Ziel sein. Und zwar jetzt! Okay, drei Leben, passt. Sehr schön, sehr schön. I Fly Mario. Ich bin tot. Okay, oh, der Anfang sieht richtig doof aus, muss ich sagen. Vor allem mit den Fischen. Okay. Jetzt die Frage, hat jemand einen Schlüssel davon? Nö, oder? Ja gut, kein Schlüssel. Alles klar. Gib mir den Pilz. Den brauchen wir. Und den Stern. Den brauche ich auch. Sehr, sehr gut. Mehr oder? Du hast auch keinen Schlüssel. Natürlich nicht. Ihr habt alle nix. Jetzt halt die Frage. Ja, die Röhre kann ich halt ganz gut rein. Und es gibt eine Wette. Das ist der nächste Level von einem. Wahrscheinlich geht es um die Nationalität. Haut eure Punkte rein. Let's go. Warte, ist hier das Ziel? Hier ist das Ziel, okay. Mal eben. Nehme ich mit. Genau, die Wette ist dann gültig, sobald man nicht mehr was setzen kann. Genau. Für diejenigen, die zum ersten Mal mitwetten. Gibt's ja immer
Ein paar, denke ich. Genau. Erst wenn keiner mehr wetten kann, dann das nächste Level. Hier war der... Nicht das Power-Up, aber hier. Okay. Passt. Passt, passt, passt. Es gibt keinen Schlüssel, natürlich nicht. Ja, moin. Das hätte ich ja eigentlich skippen können. Wenn ich gewusst hätte, dass ich da oben hinfliegen muss. Na gut. Hier so ein komisches Level. So ein offenes, komisches Level. Oh, und hier ist er. Hier ist er. Ja gut, das Level ist eigentlich free. Da kann ja eigentlich nichts schief gehen. Außer das. Okay, aber egal. Wir sind drin. Das ist das Gute und 54 Leben, 54 Münzen, das ist doch auch schön. Ja, mal gucken, ne, wer gleich hier Punkte bekommt. Es gibt schon relativ viele Japaner-Level. Hier in Mario Maker. Ja, immer die Quote. Ja, also wenn man das jetzt professionell machen will, ne, muss man halt die Wahrscheinlichkeit, die man selbst denkt, dass die Wette hat, muss man halt in Relation zu den gesetzten Punkten geben. Allerdings, ne, kann halt zu jedem Zeitpunkt kann irgendjemand noch Punkte reinballern, ne? Das darf man nicht vergessen. Und Michas, guten Abend, schön dich zu sehen. Und Steinemaku, guten Abend auch an dich. Und danke dir. Willkommen. Ich kann mir die alte holen. Warum auch nicht? Theoretisch könnte ich drei Leben fahren. Will ich das? Nee, eigentlich nicht. Oder warte mal gucken. Ja. Könnt ihr immer hin und her gehen. Und dann warten, bis der Koopa rauskommt. Aber. Ja, haben wir nicht nötig, ne? Wenn wir jetzt weniger Leben hätten, dann würde ich es machen. Aber bei 53. Da sage ich, ist alles okay. Genau. So, Blind Jump nach rechts. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht, aber wir machen den Blind Jump. Warum auch nicht? Und bitte ins Ziel. Ja, okay, nice. Ging ja sowieso zwei Leben, sehr schön. Und niemand kann mehr Punkte setzen, das heißt, ab jetzt gilt die Wette. Mal schauen und ich löse direkt auf. Und guten Abend, Honey. Genau. Ein Brasilianer. Goomba Village. Die nächsten drei Level sind wieder von Japanern. Da kann man sich fast schon sicher sein. Und guten Abend, Honey. Schön, dich zu sehen. Hier sind mir ein bisschen zu viele Hammerbrüder. War hier ein Koopa? Egal, die gehen mal rein, wir kriegen wahrscheinlich die drei Leben. Noch irgendwie. Okay. Was ist das hier? Was ist das für ein Scheiß? Okay, ich muss hier überleben. Wir brauchen auf jeden Fall den Helm. Ich kann hier einfach stehen bleiben, oder? Nee, kann ich nicht. So, die Frage ist, ist hier der Safe Spot? Ja, hier ist ein Safe Spot. Hier muss ich einfach nur warten. Ja, ehrlich, das ist, weiß nicht, ob ich dem Level einen Buu geben will, aber das ist halt schon nervig. Ja, man war ja eigentlich ganz gut, ne? Aber der Bosskampf. Ja. Das Ding ist, wenn man jetzt hier nicht stehen würde, wäre der wahrscheinlich schon extrem hart. Weil man halt die ganze Zeit beschossen wird mit den Helmen und so. Na gut. So, ich denke mal, ich kann direkt ins Ziel, ja. Ja, leider nur ein Leben, aber ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wenn die Wettchance 7:1 gewesen wäre, hätte ich mich kaputt gelacht. Ja. Nee. Buu kriegt's auch nicht, aber der Bosskampf, nee, der war nicht gut. Und wir haben 10 Level geschafft und wir machen direkt weiter.